Hier ist Frank. Frank ist 37. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Frank. So, jetzt reden wir beide über die Abartigkeit. Über deine Abartigkeit? Ja, ob es abartig ist, weiß ich nicht. Ich sag mal so, ich bin 37, bin verheiratet, habe ein Kind und habe eine Affäre mit einer 15-Jährigen. Tja, das geht schon sehr in die Richtung, würde ich sagen. Das Abartige dabei ist vielleicht, dass die 15-Jährige die beste Freundin meiner Tochter ist. Erzähl mal ein bisschen, wie lange das schon geht und wie es dazu gekommen ist. Die ist irgendwann hier hingezogen, dann war die halt bei uns da auf der Schule. Das Mädel. Das Mädel, ja, gesehen. Und war halt auch schon recht weit für ihr Alter. Das sagen immer alle, die in so ganz junge Menschen verliebt sind, aber egal. Ja, mag sein. Ich sag mal so, wir haben dann irgendwann angefangen zu schreiben. Das ist ja auch schon komisch. Wie fängt man, ich käme überhaupt nicht auf die Idee, mit einem 15-Jährigen anzufangen zu schreiben. Wie fängt sowas an als fast 40-jähriger Mann? Wie hat das angefangen? Über Facebook. Aber du hast angefangen. Nein. Ja, einfach nur so hin und her geschrieben, wie geht's und hin und her. Und ich sag mal so, seit knapp 1 Jahr und 2 Monaten. Ist das was Ernsteres? Aber nicht, dass ich jetzt sage, wir haben sofort in die Kiste gesprungen. Nein. Entschuldige mich kurz, das ist ein Fall. Seit einem Jahr ist es was Ernsteres. Das heißt, du hast mit dem Mädchen angefangen, als die 14 war. Ja, aber nicht auf sexueller Basis. Dir ist klar, auf welchem Terrain du dich da gerade bewegst. Einfach nur so, dass man viel schreibt, telefoniert. Okay, beschreib mal weiter. Trifft. Ja. Aber nicht, dass man jetzt sofort sagt, so fing es an. Und genau, ganz. Ja. Trifft man sich denn jetzt, um sexuell auch sich zu begegnen? Seit kurzem, ja. Ja. Wo hast du Sex mit diesem Kind, mit dem Mädchen? Bei uns zu Hause. Wenn sie hier ist. Also in der Wohnung oder im Haus deiner. Wo du mit deinem Kind und mit deiner Frau wohnst. Richtig. Ist dein am Wochenende, wenn sie dann hier ist, bleibt sie halt so lange wach, bis alle schlafen. Das heißt, deine Frau und dein Kind sind im Haus. Richtig. Das finde ich sehr abartig, muss ich ja sagen. Das stößt mich richtig ab. Es stößt mich ab, einmal generell, weil du wirklich übelst deiner Frau fremd gehst und dann mit einem fast Kind noch. Du weißt, dass du juristisch halb im Gefängnis stehst. Das weißt du, ne? Mit einem Bein. Ja. Es gibt eine Grauzone zwischen dem Alter 14 und 16. Es wäre noch gravierender, wenn das Kind jetzt oder wenn das Mädchen jetzt 14 oder 13 wäre, als denn 15. Ich gehe davon aus, dass die Mutter nicht Bescheid weiß. Nein. Ja. Das weiß eigentlich niemand. Somit stehst du halb im Gefängnis. Somit stehst du halb im Gefängnis, oder? Dessen bin ich mir auch bewusst. Warum tust du sowas? Warum? Verstehe ich nicht. Geilheit? Ich muss es so platt ausdrücken. Nein. Ach, erzähl mir nicht. Wenn es Geilheit gewesen wäre, dann hätte ich es schon viel früher drauf angelegt, zu schlafen. Frank, komm, wir sind zwei Männer. Wir müssen uns nichts vormachen. Man kann sich auch natürlich kann man auch ein sehr junges Mädchen hübsch und attraktiv finden, natürlich. Aber man darf sich nicht in ein junges Mädchen verlieben. Nein. Das finde ich in dem Alter wirklich, da ist einfach eine Tabugrenze. Schluss aus, basta, kein Thema. Da kann man sich wirklich zurückhalten. Man kann Mädel hübsch finden, klar, aber das ist es dann auch. Darf man sich nicht. Nein, finde ich nicht. Ich finde nicht, dass ein 40, fast 40-jähriger Mann sich in ein 14-jähriges Mädchen verlieben soll. Nein, Schluss, da ist es kein Thema. Okay. Das ist ein Kind. Du bist ein Kerl, du bist ein erwachsener Kerl. Was ist das für ein Gefälle zwischen dir und dem Mädel? Bitte? Ich sag, was ist das für ein Gefälle? Du als wirklich groß erwachsener Mann und dieses Mädchen, was gerade dabei ist, seine Kindheit zu verlassen. Das ist doch keine gleiche Ebene. Das ist doch die alte Diskussion.
Und dann, abgesehen von dieser Unappetitlichkeit, um es mal gelinde auszudrücken, du gehst ja deiner Frau fremd. Im eigenen Haus auch noch. Die arme Frau schläft oben. Hoffentlich hört die Frau jetzt zu und erkennt dich. Nein, die schläft. Denkst du denn über all diese Sachen nicht nach? Doch, permanent. Ja, und was für ein Resultat gibt es daraus? Das Resultat, was daraus resultieren wird, hoffe ich, ist, dass ich, wenn sie 18 ist, dass wir dann eine ganz normale öffentliche Beziehung führen können. Das sind noch 3 Jahre. Ich weiß. Und du willst es 3 Jahre so in dieser Grauzone weiterlaufen lassen? Wenn es denn sein muss, ja. Denn ich finde, habe ich früher nie wirklich dran geglaubt, aber wenn die Liebe dazu will, dann will die das so. Ja, das sind immer so Sprüche. Das sind so Sprüche. Ich bin nur auch ein großer, ich habe auch nichts gegen Altersunterschiede in der Liebe. Aber wenn ein Ja, Mensch, aber warum darf denn der Altersunterschied sein, wenn sie 25 ist und er 50? Dann weil, geht das auf einmal. Ja, weil ein 25-jähriger Mensch schon sehr ausgewachsen ist und auch eine Identität hat. Aber ein 14-jähriger Mensch hat das noch nicht. Und der Gesetzgeber hat sehr klug das so entschieden und einen großen Schutzwall um die jungen Leute gezogen. Du weißt selbst, welche Auswuchungen es auch schon hatte, wenn das übertreten wird. Wie schlimm das ist. Ich bin fassungslos, Frank. Also in jeglicher Richtung. Auch, ich betone es nochmal, auch deiner Frau gegenüber. Was führst du denn für eine Ehe? Lass uns ein paar Worte mal über deine Ehe wechseln. Wir sind jetzt seit 15 Jahren verheiratet. Mhm. Und wie läuft die Ehe? Ja, eigentlich lief die ganz gut. Das macht es jetzt noch schlimmer. Eigentlich lief sie gut. Das heißt, du liebst deine Frau und es stimmt. Dessen bin ich mir gar nicht mehr so bewusst seit einem halben Jahr oder so. Oder etwas länger. Hast du mit diesem Mädchen immer Sex, nur bei euch zu Hause oder auch woanders? Woanders geht nicht. Wie oft triffst du dich mit diesem Mädchen alleine? Also außerhalb? Sag mal so, außerhalb der Wohnung. Ja. Manchmal dreimal die Woche, manchmal gar nicht die Woche. Und wenn, dann gehen wir einfach nur spazieren, ehrlich. Das heißt, es ist überall ein Risiko da, dass es durchsickert. Zu der Mutter, zu anderen Leuten und sofort hast du eine Anzeige am Hals. Und dein ganzes Leben ist ruiniert. Dein ganzes ich Leben. Bin mir dessen bewusst, ja. Es kann auch sein, dass das Mädchen, wenn irgendwas vielleicht nicht stimmig ist, es zum Beispiel deiner Tochter erzählt. Auch die Gefahr besteht, ja. Und das alles nimmst du in Kauf, Mensch. Alles. Dass dein Kind die Achtung vor dir verliert. Dein Mädchen, das ist wahrscheinlich genauso alt. Etwas jünger, ja. Ich bin fassungslos. Ich bin wirklich fassungslos. Ich habe eigentlich auch schon damit gerechnet, dass du so reagieren wirst. Ja. Es ist so viel. Es ist dieses betroffene Mädchen. Es ist deine Frau. Es ist dein Kind. Was machst du? Brauchst du es nicht genau sagen. In welchem Bereich bist du beruflich tätig? Ich war sonst im Logistikgewerbe. Bin jetzt aber seit längerer Zeit nicht mehr dabei. Das heißt, zurzeit mache ich gar nichts. Ja, aber du machst alles, was du machst, schlimm genug, was du tust. Ja, aber Frank, du riskierst dein ganzes Leben. Du riskierst dein ganzes Leben, dein ganzes Familienleben. Alles kann absolut in die Brüche gehen, in Kürze. Ich weiß das, ja. Was sagt denn eigentlich, wir haben noch gar nicht so richtig über dieses Mädchen gesprochen. Was sagt die denn alles so zu der Geschichte? Also ich kann nur von mich sprechen. Ich kann nur so reden, wie ich es empfinde. Mhm. Naja, ist klar. Sie liebt mich, ja. Sie möchte auch gerne mit mir zusammen sein, eigentlich viel öfter, als wir es sind.
Ja, wenn ich jetzt sage, sie ist weiter als 15, dann hört sich das eh wieder wie eine Plattitüde an. Bist du ihr erster Freund, Mann? Ich weiß nicht, ob sie das jetzt hört. Und nein, ich bin es schon, aber auf der sexuellen Basis nicht. Sie wurde, wenn sie es jetzt hört, dann habe ich es jetzt halt gesagt, sie wurde als, da war sie 10 oder 11, von ihrem Stiefvater sexuell misshandelt. So, Frank, das versetzt mir jetzt den letzten Schock. Das heißt, du nutzt wirklich dieses Mädchen aus. Dieses Mädchen hat ein großes, das Mädchen hat ein großes seelisches Problem, wenn so etwas passiert ist. Und du nutzt es jetzt aus. Und das ist ganz, ganz mies, finde ich. Ich appelliere an dein Verantwortungsbewusstsein. Lass das Mädchen gehen, lass es in Ruhe. Führe das Mädchen noch zu einem Therapeuten, dass es Hilfe findet. Aber lass das Mädchen los. Das mit dem Therapeuten versuche ich mindestens einmal die Woche. Ja, aber dazu gehört dann auch, dass du gehst. Wenn du das Glück dieses Mädchen willst, dann geh. Dann geh. Nur das und nichts anderes möchte ich. Dann ich geh. Appelliere auch jede Woche an sie, dass sie das, was passiert ist, sich Hilfe sucht. So, weil sie immer noch sehr damit hadert. Natürlich, natürlich. Und ich appelliere an dich, gehe von diesem Mädchen weg. Gehe in Frieden von diesem Mädchen weg. Okay. Jetzt werden wir dich nochmal anrufen. Dann kriegst du auch noch eine Stellungnahme von meinem Psychologen. Ich hab dir alles gesagt, was ich sagen kann. Ja? Okay. Gut, vielen Dank. Wir melden uns gleich nochmal. Ja. So. Also diese Woche hören wir hier ja wirklich sehr heftige Sachen, das muss ich sagen, obwohl ich nun schon so viele Jahre hier sitze. Diese Woche haut es mich schon um, was wir gestern hier gehört haben und was wir jetzt gerade auch wieder gehört haben.